Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist Stadion-Vlog Nummer 3. Ich habe kurzfristig eine Karte für Spiel St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg heute Abend um 20.30 Uhr im Millerntor bekommen. Und dazu nehme ich euch einmal mit. Angekommen im Auto, kann es jetzt losgehen. Wir fahren ungefähr so um die 30 Minuten zum Stadion. Parken müssen wir mal sehen, weil es da relativ kritisch ist bei St. Pauli. Dadurch, dass das Stadion direkt in der Innenstadt ist, einen Parkplatz zu finden. Kann sein, dass wir ein bisschen außerhalb parken müssen. Und dann zu laufen. Am besten kommt man da eigentlich mit der Bahn hin. Aber wir haben hier bodenloses Wetter in Hamburg, um die 13, 14 Grad und Regen, sodass ich mich dann doch heute fürs Auto entschieden habe. Parkplatz gefunden. Ich habe jetzt ungefähr noch so 10 Minuten Fußmarsch vor mir, bevor ich dann am Stadion angekommen bin. Ich bin heute mal gespannt, was da passieren wird. Pauli mit 3 Siegen aus den letzten 3 Spielen. Nürnberg die letzten 3 Spiele ungeschlagen. 1 Sieg, 2 Unentschieden. Ich glaube, da kann heute was richtig Heißes auf uns zukommen. Gerade auch unter dem Fakt, dass HSV heute wieder in Wiesbaden 2 Punkte liegen lassen. Mit einem verschossenen Elfmeter in der Nachspielzeit. Sprich, mit dem Sieg kann Pauli wieder die Tabellenspitze erobern und den Vorsprung auf den Hamburger Stadtrivalen ausbauen. Ich renne hier gerade noch über den Dom, wo 4-mal im Jahr in Hamburg das Riesenvolksfest ausgetragen wird, auf diesem Vorplatz hier. Und hinten sieht man schon, das Flutlicht ist an. Das heißt, es stimmen alle Voraussetzungen für ein schönes Spielchen hier auf dem Samstagabend. So, erste View ins Stadion. Komm mal rein. Das ist hier die View im Stadion. Komm im Stadion, so eine Bratwurst. Ungefähr noch eine halbe Stunde bis Kickoff. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze heute Abend ausgeht. Steht 1-1.
Pauli ist früh in Führung gegangen, mit dem Treffer von Elias Saar. Der Mann hat vor ein paar Jahren noch in der Hamburger Oberliga gespielt, ist anschließend zu Eintracht Norderstedt in die Regionalliga gewechselt. Von da an begann der steile Karriereaufstieg, seit einem Jahr ist er nun fest im Profikader von St. Pauli und sogar jetzt für die tunesische Nationalmannschaft nominiert worden. Anschließend ist Pauli in der letzten Kette, sprich Torwart und Verteidigung, relativ viel ins Risiko gegangen, wodurch auch das 1-1 gefallen ist. Ein Abschlag wurde zu kurz gespielt, abgefangen und landet über zwei, drei Stationen im Zentrum beim Stürmer, der den Ball dann aber überragend in den rechten oberen Winkel schiebt. Danach ist Pauli wieder besser geworden, hatte noch zwei, drei richtig gute Gelegenheiten, wieder in Führung zu gehen. Ich glaube, das wird noch eine richtig heiße zweite Halbzeit. Aufgrund der Feldüberlegenheit tippe ich auf ein 3-1. Die Karte hat mich hier 30 Euro gekostet, Bratwurst ungefähr 4,40. Also bis jetzt ein rundum gelungenes Stadionerlebnis.
So, Freunde, zu Hause angekommen. Was soll ich euch sagen? Samstagabend, Flutlicht, Millerntor 5-1. Ein wirklich, wirklich überzeugender Auftritt vom FC St. Pauli. Also durch alle Mannschaftsbereiche durch. Sah das sehr, sehr rund aus. Und wenn Sie diese Form bestätigen können, sind Sie auf jeden Fall eine der Truppen, die dieses Jahr um den Aufstieg mitspielen werden. St. Pauli und HSV zurück in Liga 1. Das wäre doch was für die Stadt Hamburg. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da, klickt gerne auf den Abonnieren-Button und dann freue ich mich auf die weitere Zeit mit euch. Bis dann!